Servus, hallo, moin und zurück hier im FIFA 15 Karrieremodus mit dem VfB Stuttgart in der ersten Saison hier im Part Nummer 31. Und ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Freitag. Es ist geschafft, es ist Wochenende. Und freut euch, genießt den Tag und schaut hier den Part eurem Lieblings-YouTuber Sphinx Mido. So, in den letzten Folgen habt ihr gesehen, wie wir uns teilweise mit recht guten Talenten verstärkt haben. Wir zum Beispiel Juri Thielemans, Morata, Theo, Lazaro, Embolo, Reingold, also es sind schon einige gute dazu gekommen. Und ich bin eigentlich noch an ein paar Spielern dran, deswegen muss man halt jetzt noch gucken, ob es funktioniert. Ob wir diese Spieler auch bekommen oder ob wir halt mit den Spielern klarkommen müssen, die wir hier haben. Und ich würde jetzt mal sagen, wir passen die Trikots an. Kirschbaum kriegt die 12. 9. 9 ist nur den Stürmern vorbehalten. Und dann würde die 9 nämlich jetzt Martial bekommen. Ich glaube, das müsste nämlich soweit passen. So, dann haben wir das soweit. So, Pressekonferenz, die tun wir auf jeden Fall dann laufen lassen. So, das loben wir doch einfach mal unsere Mannschaft. Und Transferangebot für Kameni, klasse. 3,3 Millionen vom HSV, ab dem nichts hinzuzufügen, kann er ruhig gehen. Zu den Rothosen. Zur Mannschaft von Joe Zinnbauer. Wir arbeiten uns vor. Schillissen hat abgelehnt. Schade. Und sagen wir jetzt einfach mal, essentieller Stammspieler. 10% Bonus, 3 Jahre Vertrag. Und Saisonabschlussbericht von Ecki. Naja, von den Werten her ist es in Ordnung. Kann sich auch noch gut entwickeln mit seinen 19 Jahren. So, die medizinische Abteilung hat mir grünes Licht für das nächste Spiel gegeben, falls sie mich einsetzen wollen. Gentner, okay. Schön, dass er wieder zurückkommen kann. Kommt zumindest mit auf die Bank. So, da ist er denn. So, darf dann mit für Schwab, genau. Thielemans wird auf jeden Fall anfangen. So, 5 neue Nachrichten. So, aktuelles aus Spanien. 13 Spieler. Moja, Gil, Godard, Hen, Diego Suarez, Alen Halilovic. Auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob wir ihn leihen können. Wäre ein klasse Mann, muss man nicht viel zu sagen. Einfach ein klasse Talent. Griezmann, also den würde man nicht kriegen. Kylian Hazard, Endbericht. Okay, ist nicht optimal. Bei ihm sieht es ja schon wieder anders aus. Er könnte sich entwickeln. Mitrovic, da braucht man auch nicht viel zu sagen. Hat echt klasse Werte. Aber für uns nicht zu zahlen. Gierkens, auch bei ihm ähnlich, wäre für eine zweite Ligamannschaft wirklich was, aber jetzt für uns, für die Bundesliga, eher nicht. So, die Nachricht, die kann man dann löschen. So. Und dann können wir eigentlich gleich vorgehen, weil wir haben den Spieltag schon gleich erreicht. Genau, wir haben ihn schon erreicht. So, Angebot erneut abgelehnt. Alen Halilovic 11 Millionen. Angebot von 8 Millionen von Barcelona. Jetzt wollen die uns hier noch den Schillissen wegnehmen. Mit dem wir uns eigentlich schon fast einig waren. Na gut, da müssen wir halt hier jetzt vom Gehalt noch ein bisschen hochgehen. Gar kein Problem, können wir gerne machen. Hätte ich eigentlich verhindern wollen, aber so ist es halt. Halilovic wurde abgelehnt, wollen sie nicht abgeben. Kameni ist verkauft.
Das wurde abgelehnt. Nachrichten von Spieler Thorsten Kirschbaum. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form, fühle mich wohl. Das heißt noch lange nicht, dass du auch spielen wirst. So, wie war das? VfB Stuttgart nimmt überhöhtes Angebot für Kamenia an. Sei viel zu hoch gewesen. Naja. Ist in Ordnung. So, dann gucken wir mal. Traoré trifft auf den Ex-Verein Telemans Pforzheim-Debüt. Die VfB Stuttgart-Fans haben ab sofort noch einen weiteren Grund, sich auf das anstehende Match zu freuen. Denn Gerüchte zufolge soll der neue Einkauf heute sein Debüt geben. Juri Telemans kam für eine Summe von 3,5 Millionen vom RC Anderlecht-Team und gilt als bisher bedeutendste Neuverpflichtung. Telemans hat bisher noch kein Pflichtspiel im VfB-Trikot absolviert und wird dementsprechend engagiert zu Werke gehen, um seinen neuen Trainer von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Manchmal dauert es schon eine Weile, einen neuen Spieler in ein bestehendes Team zu integrieren, aber wir versprechen uns viel von Juri. Zwingsmido ergänze noch, ich bin mir sicher, dass er sich schnell eingewöhnen und seine Leistung bringen wird, das auf jeden Fall. So, das Thema Schillessen sagt VfB ab und will bei Ajax bleiben. Ich werde meinen Vertrag bei Ajax erfüllen und dann über meine Zukunft nachdenken, aber vorerst will ich den Verein nicht verlassen. Genauso wie Philippe Maxes. Rodriguez sagt hier nein. Ich bin durch und durch ein Spieler vom VfL Wolfsburg. Ich werde den Verein nicht wechseln, denn ich möchte hier noch viel erreichen. Apropos Ricardo Rodriguez, da will ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube aber nicht, dass sein Vertrag auslaufen wird. So, kriegen wir ihn so oder müssen wir das noch ein bisschen... Francisco... Ricardo heißt er, ja? Oder wir machen das noch anders. So, suchen wir mal hier Bundesliga. VfL Wolfsburg, und da müsste er eigentlich schon gleich da sein. Oder auch nicht. So, wo ist er denn? Da ist er. 2012. Also dessen Vertrag läuft zumindest schon mal nicht aus. Deswegen, ich will jetzt einfach mal durch die Liga durchgucken. Kann ein bisschen dauern. Ob vielleicht der ein oder andere Spieler dabei ist, der vielleicht für uns in Frage käme für die kommende Saison. Fangen wir mal bei Monaco an. Subatic, Stecklenburg, Hilard. Nee, da läuft nichts aus. Wallace? Nee. Ratschi, okay. Kosawa, Borja, Fabinho. Im Sturm hier vielleicht einer, der ausläuft. Berbatov. Ist aber, glaube ich, auch nichts für uns. Dann gucken wir mal bei Paris, ob da irgendjemand Gutes ausläuft. Wäre ein Traum. Einer der Besten der Welt, Ibrahimovic, läuft aber nicht aus. Cavani auch nicht. Da zeigen Manchester City, Bayern 04, Leverkusen und Arsenal Interesse. Bahebek erst recht nicht. Mittelfeld, gucken wir mal. Ola John haben sie sich geholt, okay. So, hier noch irgendwas. Rabiot. Läuft in 6 Monaten aus. Ferrati? Nee. Haben alle wohl noch ein bisschen langfristige Verträge. Okay, dann können wir das eigentlich uns schenken hier mit Frankreich. In die Serie A. Vielleicht ist da der ein oder andere dabei. Bei den Top-Clubs fangen wir mal bei Inter an. Icardi wurde auch mal genannt, dass ich mir ihn angucken sollte. Ist jetzt wahrscheinlich recht kurz, weil die Saison wieder anfängt. Und der letzte Tag der Transferperiode ist, aber man weiß ja nie. Vielleicht kann es ja noch klappen. So, Kovacic. Nee, läuft nicht aus. Kuss, nee, auch nicht. So, da läuft keiner aus.
So, gucken wir mal Liga BBVA. Da wussten wir ja, dass ein paar auslaufen. Unter anderem bei Real Madrid mit dem guten Sami Khedira. Dem wurde zwar ein Angebot, glaube ich, schon unterbreitet, kontaktiert von uns, aber hat noch nicht reagiert. Groß. Luka Modric. Nee, da läuft nichts aus. Na, das wäre es ja gewesen, wenn da einer ausgelaufen wäre. Abner, der brasilianische Talent hier. Läuft auch nichts aus. Hier vielleicht im Sturm. Marekanen. Nee, auch nicht. Chicharito läuft auch nicht aus. Und gucken wir mal, Barca noch. Ob da was ausläuft. Munir El Haddadi wäre auf jeden Fall ein Wunsch. Seine Serie hat ja bei mir leider noch nicht angefangen. Hab nicht so allzu viel Zeit, um das Ganze zu machen. Aber vielleicht kommt es noch, wenn ich mehr Zeit habe. So, hier noch? Nee. Xavi? Zungu? Nee. Aber hier sollte, glaube ich, Dani Alves auslaufen. So, wir können es einfach mal versuchen. Das wäre natürlich ein Bomben-Sache, wenn wir so einen Riesenmann kriegen würden. Hier braucht man es, glaube ich, erst gar nicht versuchen bei den Torhütern. So, ist sonst irgendwas dabei? Glaube ich nicht. Man kann es ja leider nicht einstellen mit den Verträgen, dass die da in das Haus laufen. Man dann dementsprechend gucken kann. So, West of the World, mal gucken. Ist vielleicht da irgendwo einer dabei, dessen Vertrag ausläuft? Ja, das sind ein paar von den Rangers. Der möglichen neuen Mannschaft bei uns im neuen LP. Ist wie gesagt noch nicht sicher. Ich würde mal sagen, die Suche lassen wir jetzt erstmal. Konzentrieren uns auf die Einstellung für den Kader, der jetzt in der nächsten Partie spielen wird, dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, gegen den Tabellennachbarn, gegen den Tabellenvierten, wo wir bei einem Sieg an denen vorbeigehen können und sogar einen Riesensprung machen können, bis auf Platz 2, vorausgesetzt Gladbach, Dortmund und Wolfsburg lassen Punkte liegen. Müssen wir sehen. Wäre natürlich ein großer Traum. So. So, dann lassen wir das jetzt mal. Gucken wir mal, ob jetzt am letzten Tag der Transferperiode einer von denen da unten noch uns verlassen wird. Ich hoffe es natürlich. Weil die Mannschaft hat wirklich jetzt Potenzial, wurde noch um einige gute Positionen hier teilweise noch verstärkt. So, gucken wir mal. Backkapitän. Denke ich mal, kann er nach wie vor machen. Kurze Freistöße, Ecken und so weiter, alles eingestellt. Jetzt habe ich doch noch eine Sache vergessen, Taktik. Lauern wir auf jeden Fall auf Konter. Und dann werden wir so reingehen mit der Elf hier, die ihr hier gerade seht, mit Skuffet, Marquinhos, Rüdiger, Sakai, Beck, Rodriguez, Tillemont, Werner, Maxim, Martial und Morata. Und dann würde ich doch mal sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Freitag. Genießt den Tag, geht raus, abends feiert schön, macht Party, wie auch immer. Und schaltet morgen dann wieder ein beim nächsten Part. Sphinx Mido hier, FIFA 15 Karrieremodus mit dem 18. Spieltag zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach. Bis dahin, macht es gut. Euer Sphinx Mido und Servus.